dann hallo, schön, dass ihr alle da seid und viel Spaß in Animal Crossing. Ja, vielleicht war das der Kater, der gesagt hat, hey, mich gibt's übrigens auch noch. Ich habe keine Ahnung, was das war. Oh. Genau, frohes Neues an euch alle. Schön, dass ihr alle da seid. So, es gibt's noch ein bisschen Glitzerstaub für everyone. So, ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr. Ich bin schon gespannt, was so passieren wird. Es ist Sonntag, der 1. Januar 2023, 21:23 hier auf Wanda. Hier nur das Neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, dass unser Gast selbst sehen kann, was Wanda so besonders macht. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich wünsche euch noch allen einen wunderschönen Tag. Ich weiß nicht, was passiert, wenn KK die Insel besucht. Soweit bin ich noch nicht. Wir haben Post von Look Shopping. Von Evil. Dankeschön. Oh, ich habe gerade eine Sternschnuppe gehört. Familientaube. Nook Direct Bank. 4700 Zinsen. Ja, Bella, ich glaube zu heftig, deswegen muss ich vorhin kurz aufgehen. Ich nehme es jetzt mal an. Ich schieb's jetzt mal da drauf. Meine Mama. Ich habe mir für das neue Jahr vorgenommen, mich öfters künstlerisch zu betätigen. Wenn meine Kreativität eine Blume wäre, so stünde sie in diesem Jahr in voller Blüte. Mit künstlerischen Grüßen, Mama. Okay, das hört ja gar nicht mal mehr auf. Kabam. Darf ich auch spielen oder fange ich heute nur Sternschnuppen? So, wow. So, Gott, dann gucken wir erstmal. Ja, ja, yeah, wird das. So. Geschenk. Ein ungestüm Gemälde rechts. Okay. Ein Flechtsessel. Und ein Gemälde von Mama. Oh. So. Leider hat die Schneiderei schon zu. Deshalb kann ich euch kein neues Outfit heute bieten. I'm so sorry. So. Ja. Ich habe mich versucht zu beeilen, aber als ich unter die Dusche gesprungen bin, war es schon 20:50 Uhr. Und dann bin ich rausgegangen und dann 21:03 Uhr. So, verdammte Schneiderei hat zu. So. Aber shoppen können wir heute noch. Ich glaube, ich würde heute meine Insel zulassen. Ich will jetzt einfach gerade noch ein bisschen meine Dailies machen. Und morgen haben wir dann bestimmt mehr Zeit. Weil ich will heute auch wirklich zeitig ins Bett, dass ich morgen dann wirklich komplett fit bin. So. Okay, dann gucken wir mal. Oh, guckt mal. Ah, die habe ich mir ja gestern gekauft, genau. So, irgendwas Schwarz-Weißes. Habe ich mir den nicht, dass das auch noch... Tja. Ah, den da, genau. Den ziehen wir doch heute an. Sieht doch ein bisschen ähnlich aus. Ich habe jetzt eigentlich gerade schon in echt meine Schlafanzugshose an. Dankeschön für den Follow! Tamarai, oder? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So, was trage ich denn heute? Und herzlich willkommen hier im Stream. Was tragen wir? Wir tragen heute den Neujahrshut, oder? So. Das
Ich sehe heute sehr schwarz aus, aber das ist so. Einfach mal alles gerade mal ins Lager. Geh dann mal schlafen. Oh Gottchen. Dann alles Gute. Schlaf gut und träum was Schönes. Und ja, schön, dass du mit dabei warst. So. Die Wohnung und so dekorieren wir dann morgen um. Genau, alles Gute euch dreien. Ja, das freut mich. Dankeschön. Gehen die Leuchtstäbe eigentlich mehrfach oder immer nur ein? Mal, weiß das jemand? Dum, dum, dum. Nein, ich wollte gerade rausgehen. Misuzu, Fluffylein, meine Liebe. Ich bin das Misuzu. Äußerst nett von dir, mich bei dir zu empfangen. Hi Misuzu, wollen wir Fernsehen glotzen? Ich sehe am liebsten fern, während ich putze oder koche oder sonst etwas Aktiveres betreibe. Wenn ich es mir dabei zu gemütlich mache, fallen mir so schnell die Augen zu. Aber eigentlich ist es egal. In beiden Fällen verpasse ich immer die wichtigsten Szenen. Was läuft denn da gerade? Nee, mein Tor bleibt heute zu. Ich habe nämlich nur noch eine halbe Stunde. Boah, was für ein Brutaler. Ich will deine Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Vielen lieben Dank für alles. Wiedersehen. Ich habe unsere Unterhaltung sehr genossen. Bis dann, Schätzchen. Und nicht vergessen, träum. Oh. So. Machen wir den Fernseher wieder aus. Gut. Nein. So. Tim, wieso soll ich was trinken? Ich habe gerade eben gefühlt eine ganze Kanne Magentee getrunken. Muss ich ja jetzt aufstehen. So, erstmal, warte mal ganz kurz. Tamara, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow! So, gut. Genieße es. So. Nicht schlimm, ich hole mir trotzdem den Tee. Wenn es mein Spiel irgendwie zulässt, das ist ja heute, wow. So. Ihr kriegt dann hier die Gesangskunst von denen. Bis gleich. Ah, okay, sehr gut. Ah, ich habe dir keine Wasserflasche oder so mitgegeben, ne? Oh, sorry.
Ah, perfekt. So. Hallo, Lise. Gut, dann cheers. Magentee. So. Gut, dann. Leider, wie gesagt, Schneider, dann mach auf. Oh, guck mal. Habe ich den die ganze Zeit einfach nicht gesehen? So, dann schauen wir doch mal, was es hier heute zum Shoppen gibt. Hallo, hallo, willkommen in Nuxladen. Ist das ein Bett? Sag jetzt nicht ja. Das ist ein Nostalgie-Rennauto-Bett. Oh mein Gott, ich wollte als Kind immer so ein Bett haben. Hallo, Gebo, schön, dass du da bist. Der Preis beträgt 3.800 Sterne. Ist Interesse? Ja, komm. Ich weiß zwar nicht, wohin ich es stellen soll. Alles gut, danke der Nachfrage und selbst. Interesse an den Artikelregal? Da sind auch wieder so Leuchtstäbchen. Vielleicht war es aber auch die Rache, dass ich heute früh Essen geklaut habe. Vielleicht habe ich vorhin zu viel gegessen und dann zu viel Sport gemacht und so. Lila Rosentapete. Oh, das klingt schon geil. Ist das die, die ich habe in meinem Kleiderzimmer? Weiß das jemand? So. So, man sieht mal, heute gar nicht so viel geshoppt. So. Also Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich habe was zu essen gemacht und habe nicht genügend gemacht. Dann habe ich zuerst Tim Teller hingelegt, dann habe ich Marcel einen Teller hingelegt und dann war nicht mehr so viel da. Und dann habe ich Tim gefragt, ob er viel Hunger hat, und hat er gesagt nein, und dann habe ich ihn einfach den wenigeren Inhalt gegeben, habe einfach die Teller getauscht. Ich bin sehr gut zu meinen Gästen. Oh Mann. So. Gut, dann. So, Misuzu haben wir heute schon begrüßt. Gut. Hey da, Fluffilein. Und die Insel schon tüchtig aufgemacht, damit KK mal vorbeischaut. Ich hab wieder was für dich. Ja, so nett bin ich zu meinen Gästen. Das ist eine Bastelanleitung für ein Muschelbett. Eine Insel voll mit handgemachten Kram von der Meisterin persönlich. Sollte KK beeindrucken. Oh, wie süß. Kann ich eigentlich auch hier leiser machen? Mann, ich hab den Ding. Oder muss ich es am Fernsehen leiser machen? So, dann können wir mal gucken im Rathaus. Wenn dann mal den restlichen Stream und Log, weil ich jetzt im Bus bin. Okay, sehr schön, gut zu wissen, dass du... Oh Gott. Hat der Tim etwa genug von uns? Also eigentlich wollte er erst später fahren, aber weil es mir halt so schlecht ging, hat er halt geguckt. Also mir war es halt auch unangenehm, wenn ich Besuch habe, dass mir gerade scheiße geht. Aber war dann zum Glück noch eine andere Verbindung. So. Ein Neujahrsgruß von Nook meinem Programm. Wir wünschen ein gutes neues Jahr. Wir entschuldigen uns dafür, dass das Nook-Portal wegen des Feiertags gestern nicht verfügbar war. Als Wiedergutmachung erhält jeder Kunde, der heute das Nook-Portal nutzt, 500 Meilen. Außerdem wird der Tagesbonus ab morgen so berechnet, als hätten sie Nook-Portal 7 Tage plus genutzt. Wir hoffen, dass sie auch im neuen Jahr das Nook-Portal und Nooks mein Programm nutzen werden. Yay, cool.
So, guck mal, was kann man uns denn da Schönes schicken? Wieso kriege ich keine verdammte... Voll blöd Glitzermenschen gemacht. Wieso kriege ich verdammt nochmal eigentlich keine Kochlizenz? Kann mir das jemand erklären? So. Bastlerleitung wurde übertragen. Was denkst du, wofür das ganze Gemüse ist? Ich wurde aber auch schon gespoilert. So. Okay. Gott, da. Achtung, jetzt steckt er wieder seinen Kaffee in die Tasche. Ich würde es immer so zu genial. Ah, Fluffilan, hallo, hallo. Willkommen bei der Barberatung. Was hast du denn auf dem Herzen? Was soll ich tun? Projekt K geht in die heiße Phase. Alles muss stimmen, damit KK sich auf ein Konzert hier blicken lässt. Wenn unser Insel-Image erstmal entsprechend glänzt und die Leute sich von uns erzählen, dann kontaktiere ich sofort KK und unterbreite ihm meinen goldenen Konzertvorschlag. Meinung zu unserem Klimakaoten. Hallo, Ali. Welchen Klimakaoten? Falls du noch nicht sicher bist, wie wir das mit der Inselaktion Image-Aktion anstellen sollen, frag Melinda. Ach, und fang lieber schon mal ein paar KK-Songtexte zum Mitsingen zum Lernen. Unnötig. Genauso unnötig, als würde ich Essen auf ein Gemälde schmeißen. Was kann das arme Gemälde dafür? So. Essen, vor allem Lebensmittelverschwendung. Irgendwo verhungern Kinder, ja. Und dann wollen sie für Klimaaktion werben. Und. Ja. Verschleudern Essen, wo andere Menschen verhungern. Sorry. Nope. So. Ich fühle mich richtig geehrt, dass du an diesem besonderen Tag ein klein wenig Zeit mit mir verbringst. Lass uns gleich einen guten Vorsatz fürs neue Jahr schmieden. Ab sofort wollen wir zwar noch viel mehr Zeit miteinander verbringen. Also dann. Was kann ich dir heute helfen? Das Insel-Image. Du machst dir also Gedanken um das Image von Wanda. Ja. Wanda hat aktuelle Bewertung von 3 Sternen. Ja, ich bin einen Stern weiter hochgekommen. Es schaut blendend für uns aus. Wir sind schon richtig prominent. Also, für ein Stück Land im Meer. Da wäre noch was, das würde ich dir gerne direkt vorlesen. Wanda. Soll ja echt ein Paradies sein. Würde ich gerne mal hin. KK. Ja, Leute, ist doch geil. Nun, das war's. Was? Moment. Moment. Hier steht ja KK bei der Antwort. Die Antwort kam von KK. Hm? Ja, genau. Ja, kein Zweifel möglich. Und dazu die Handschrift. Der Fall ist sonnenklar. Das ist nicht irgendein anderer KK, sondern... Ich werd verrückt. KK, der Künstler, hat mitgemacht und uns sogar eine persönliche Antwort geschrieben. Ah! Kann mich mal jemand kneifen? Das muss ein Traum sein. Wir haben es geschafft. KK, der KK, hat vor unserer Insel gehört. Genau das, was wir so lange wollten. Und da steht noch mehr. Er will uns nämlich sogar heute... Nee, er wird uns nämlich sogar besuchen kommen, wenn er einen anders findet. Dann keine Maulaffenfeier halten die Damen. Jetzt werden die Hände gespuckt. Wenn KK einen Anlass sucht, dann geben wir ihn ein. Und zwar ein exklusives Inselkonzert. Jawohl, mit Pauken und Trompeten. Obwohl KK ja eher der Gitarrentyp ist. Guten Tag. Hallo, spreche ich da vielleicht mit KK? Ja. Ja, hier ist. Ja, genau. Richtig. Von Nuke Inc. Auf Wanda. Ja. Ob die Umfrage von uns. Oh ja, und ob. Wir freuen uns sehr über das Feedback. Deswegen auch der Anruf, denn ehrlich gesagt. Also, es ist so, wir wollten ja auf unserer Insel ein Konzert veranstalten. Und da würden wir. Ich meine, wir bräuchten noch einen musikalischen Stargast. Am besten jemanden, dem unsere Insel. Ach so. Ach nein. Ach. Doch?
Ach du, wirklich? Kein Scherz? Vielen, vielen überschwänglichsten Dank. Welche Ehre für unsere Insel. Ich bin ganz außer mir vor Freude. Ja, gern. Ich schicke alles per Post, so schnell es geht. Das wird ein Fest für die ganze Insel. Nochmal riesigen Dank. Ja, ebenfalls. Wiederhören. Und was hat er gesagt? Er wird bei unserem Konzert mitmachen. Jawohl, richtig gehört. KK kommt hierher zu uns. Das ist ja ein Traum. Gut gemacht, Chef. Und er will auch gar keine Zeit vergeuden. Morgen schon könnte er eventuell hier sein. Fluffilein, ist es denn schon zu fassen? Das Ziel all unserer Träume. Ich werde die Sache mit dem Auftritt von KK bei der nächsten Gemütlichkeit per Inseldurchsage bekannt geben. Und du bekommst ja hoffentlich auch Fluffilein. KK darf man nicht einfach verpassen. Nein, nein. Willkommen bei der Bauberatung. Was hast du denn auf dem Herzen? Was soll ich tun? Ja, die ewige Frage. Ich wüsste nichts, was ich dir noch raten kann, Fluffilein. Du hast so viel erreicht. Bestimmt weißt du jetzt selbst, wie du dein Leben hier unterhaltsam gestaltest. Okay. Tja, Desiato. Ich hab's hingekriegt. Oh, ich habe ein Follow auf YouTube bekommen. So, warte mal. Dafür gibt's auch ein paar die Knaller. Danke für mein... Wartet. Blablabla. Danke für den YouTube-Follow! So. Frohes Neues! Das Jahr wird ein wichtiges Jahr. Das Jahr, in dem es endlich passiert. Kling, kling. Ich bekomme meine eigene Kochshow. Alles Käse oder was? Kochen mit Tetatron. Ach, wie süß. So, wir haben genug Meilen. Mit einem Nachbarn sprechen. Hey! So. Oh, das ist heute anstrengend. So. Wer unten Natamond? Nein. Und hier nochmal die Zara. Hier ist Bettina. Gott, da muss ja morgen. Ah! Man kann schon wieder eine Sternschnuppe. Ja, aber ich habe genügend heute. So, okay, Bettina! Frohes neues Jahr. Zögere nicht, deinen zukünftigen Lieblingspopstar in allen Partyangelegenheiten um Rat zu fragen. So, dankeschön. Ich hoffe, dass meine Silvesterparty gut war. Also, mir hat es Spaß gemacht. Ich hatte zwei super tolle Menschen bei mir. Wir haben Mario Kart gespielt. 22 Runden lang. So. Dann gucken wir uns mal die Pflanzen an. Ups, ich wollte nicht den Zaun wegmachen. It's not so beautiful outfit because the store where I can buy the clothes were already closed if I started the game because I was sleeping because I didn't feel so well a few hours before, so yeah.
So, maybe tomorrow there will be a new and better and beautifuler outfit. And happy new year for everyone. So. Ah, ich hab da sogar schon 10.000. So. Ich ärgere mich, weil ich gerade die ganzen Sternschnuppen nicht mitkrieg. Da direkt nebeneinander vergraben. Fossil. Yeah, it's a happy new year hat from yesterday. Ich habe keinen Bock, die Pflanzen gerade zu gießen. Yay! Hallo Lumi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? So, oh guck mal, hier habe ich auch eine schwarze bekommen. Wow. So, hier können wir auch ernten. Yay! Und hat jemand von euch Neujahrsvorsätze? Nein! Ich glaube, ich habe das falsche geerntet. Egal, so. Oh, mein Geldbeutel ist voll. Geil. Oh, ich habe noch mehr davon. Schon wieder die ganze Zeit hier Sternschnuppen im Hintergrund. So. Oh, danke schön. Jetzt hoffe ich, dass du auch gut reingekommen bist. Das Muschelbett. So. Hm, wo haben wir denn die Gießkanne? Hier. Und das Gemüse gieße ich dann schon mal. Ja, die Pflanzen gießen wir heute mal nicht. So. Und wie geht es dir? So. Haben wir hier irgendwas? Oh, noch mehr Rosane. Wow. Auf dem Zeltplatz ist. Mimi! Hey, ich bin Mimi und werde meine Zelte nie wieder abbauen, weil die Insel so cool ist. Dabei bin ich ja zufällig auf Wanda gelandet. Ein echter Glücksgriff. Wer hier wohnen darf, hat wohl den Jackpot geknackt. Lass uns ein bisschen zusammen abhängen. Beim Zelten geht alles Party machen oder einfach nur gemütlich chillen. Alles kein Problem. Hey, hast du nicht Lust, ein Spiel mit mir zu spielen? Wenn du gewinnst, bekommst du meinen Pop-Tank-Pop. Oh Gott.
Und du bist damit durchgekommen? Wow. Also, was sagst du? Okay, auf geht's. Lass uns den Kleid gewinnen. Soll ich dir die Regeln erklären? Ja, bitte. Okay, also, pass auf. Die Regeln sind ganz einfach. Ich habe 4 Karten. Auf jeder ist ein Symbol. Herz, Karo, Pik und Kreuz. Ich ziehe eine Karte und du musst raten, welche Farbe sie hat. Das ist richtig. Gebe ich dir meinen Pop-Tank-Pop. Klingt das gut? Na, das klingt gut. Lass mich die Karten noch schnell durchmischen. Und... Herz, Pik, Kreuz und Karo, ne? Okay, Gott. 30 Sekunden, ne, 10, eine Minute. Ihr dürft abstimmen, welche... Wie, der Inhalt erfüllt nicht die Richtlinie. Warum nicht? Aber was haben die da eigentlich immer mit ihren Richtlinien? Warum kann ich nicht das als Umfrage machen? Dann mach ich das Prediction. So, Vorhersage starten. Kreuz, Pik. Ja, ja, ja. Kreuz, Pik, Karo. Was war das andere? Kreuz, Pik, Karo. Oh Gott, Leute, ich bin gerade echt durcheinander. Herz. So. Wieso muss ich ein Ergebnis angeben? So, jetzt kommt die Vorhersage. Ihr dürft starten. Okay, da geht's. So, lass uns mal raten. Bam, ich habe eine gezogen. Okay, und welche Farbe hat sie? Rot oder schwarz? Ach so, wow. Hm. Hätte ich jetzt eine andere machen müssen. Obwohl Herz ist ja rot, ne? Karo auch. Pik und Kreuz sind schwarz. So. Okay, gut. Wow, ich sehe gerade, ihr seid echt fleißig am Abstimmen. Sehr schön. Gefällt mir. So. Okay. Ich nehme mal das, worauf es am meisten gesetzt worden ist, ne? Auf Rot. Und dann wird spannend. Rot Herz! Das ist rot, du liegst völlig richtig, wie versprochen. Sehr schön. So, hey, fantastisch. Hier, Vorhersage. Hm, wo ist denn jetzt hier mein anderer Mod-Fenster? Da, den brauche ich. Stream Manager, das brauche ich. So, was hier? Nee, die Vorhersage. Vorhersage. Rotherz hat gewonnen. Glückwunsch. So. So, knapp. Aber das nächste Mal finde ich nicht. Pass gut auf meinen Pop-Tank-Pop auf. Coole Vibes hier auf der Insel. Genau das richtige Setting für super Selfies. Alleine zu zelten ist voll cool. Man kann in den Tagen leben und tun und lassen, was einem passt. Hey, hast du nicht Lust, ein Spiel mit mir zu spielen? Wenn du gewinnst, bekommst du meine Barista-Uniform. Also, was sagst du? Die gambelt gerne, okay. Kenn ich schon. Okay, dann los. Okay, gut, dann sollen wir es gleich nochmal machen? So. Einen Moment, Vorhersage starten. Ihr kriegt nochmal die gleiche Vorhersage. Dann dürft ihr gerne wieder abstimmen. So, es wird alles durchgemischt. Dann gucke ich mal wieder, wo alles drauf liegt. Okay. Pik hat 40, Karo hat 50 und Herz hat 19. Pik hat 60 Channel Points. Wer bietet mehr?
Gut. Nehmen wir mal Pik, oder? So, ich habe eine Karte. Wenn das im Fernsehen wäre, käme jetzt voll die dramatische Musik und die Kamera wäre voll nah an deinem Gesicht. Und ich würde sagen, so echt ernst, welches Symbol steht wohl auf dieser Karte? Siehst du? Voll Drama. Egal. Was ist deine Antwort? Wir hatten Pik, ne? Und dann wird es spannend. Es ist Karo. Ups, falsch geraten. So. Karo. Here we go. So. Da musst du diesmal wohl leider ohne Geschenk auskommen. Das nächste Mal hast du zwar nicht gewonnen, aber ich gebe dir die Chance auf eine Revanche. Tja. So, liebe Leute. Die ist süß. Die hätte ich eigentlich schon gerne auf meiner Insel. Dann gehe ich auch zu einigen anderen. Direkt erstmal wieder eine Sternschnuppe. Also morgen erstmal die ganzen Sternschnuppen-Sachen einsammeln. Und ob wir hier heute irgendwie so eine Flaschenpost finden mit einer Anleitung. So. Der Asiat hat gewonnen. Soll ich mal richtig krass sein? Ah! Ich wollte gerade eben noch reingehen. Welche Vogelspinne? So, liebe Leute. Ihr habt es gehört. Es ist 22 Uhr. Auch wenn ich gerade eben schon 2 Stunden geschlafen habe, werde ich trotzdem gleich ins Bett gehen. Ah, ich wollte eigentlich noch das Gemälde verkaufen. Machen wir dann morgen. So. 2, 3. So. Ich gebe noch gerade schnell meinem Offline-Charakter auch mal wieder Sternis. So. Du müsst auch mal den Mix wieder aufbauen. So, einen Geldbeutel. Eins zu eins in unserer Welt. Also ich habe so eingestellt, dass es bei mir gleich ist wie bei auf meiner Kugelseite. Erdkugelseite. Moment, habe ich eigentlich noch Gemüse und so in meinem Schrank? Ich finde es übrigens auch gut, dass die nicht Shit, ich habe vergessen, mehr Rüben zu kaufen. Ja, klar. Wirst du doch am Anfang gefragt, auf welche Insel du gehen möchtest. Habe ich keinen Schrank? Doch, da oben, oder? Ist das ein Schrank? Achso, Moment, ich muss ja ins Lager gucken. Achso, ich bin ja in der Wohnung. Ich kann ja auch so ins Lager gucken. Manchmal bin ich echt verpeilt. Oh, der Flechtsessel ist schön. So.
Oh, das sieht schön aus. Das war doch nicht in diesem Jahr. Ach so. Schon so lange her, ne? Also. Weiß ich auch nicht. Ah, ich hab eigentlich schon, aber ich tue trotzdem jetzt mal für morgen einfach mal mein Inventar leeren. Besser. Ich würde sagen, wir sollten nochmal morgen Fossilien analysieren gehen lassen. So. Pyjama. So. Ups. Ich vergesse die ganze Zeit mal hier drinnen. Nein! Nicht mal Schlafanzug aus deiner Wohnung rausgehen. Nachher lade ich wieder am Flughafen mit dem Schlafanzug. So. So. Dann, jetzt. Tim, bist du zu Hause angekommen? Perfekt. Gut, liebe Leute, jetzt wo ich weiß, dass Tim sicher zu Hause angekommen ist, kann ich auch schlafen gehen. Dann. Stimmt, ich habe gerade einfach 2 Stunden schon geschlafen, während Tim unterwegs war. Oder wie lange auch immer. Dann wünsche ich euch noch eine schöne gute Nacht. Schlaft gut, träumt was Schönes, bleibt brav, bleibt anständig. Und wir sehen uns dann morgen wieder.